liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer, Zweck dieses Videos ist es, die Gegenwart Gottes überall bewusst wahrzunehmen und allein dadurch schon gesegnet zu werden. Lesen wir dazu einen Bibeltext, Psalm 31, die Verse 20 und 21. Wie groß ist deine Güte, die du bereithältst denen, die dich fürchten, die du denen erweist, die sich bei dir bergen vor den Menschen. Du verbirgst sie im Schutz deines Angesichts vor den Verschwörungen der Menschen. Du birgst sie in einer Hütte vor dem Gezänk der Zungen. Jesu Gegenwart umgibt uns immer und überall. Jesus ist Gott und Gott ist allgegenwärtig, unsichtbar, aber voll da. Wo wir auch hingehen, Gott ist da. Aber er ist nicht nur allgegenwärtig. Auch seine mit den menschlichen Sinnen wahrnehmbare Gegenwart, seine sogenannte manifeste Gegenwart, ist von Zeit zu Zeit für uns erkennbar. In der Anbetung zum Beispiel, beim Lobpreis, in Erweckungszeiten. Das ist fantastisch, ein Stück Himmel auf Erden. Ein weiterer Bibeltext, Johannes 16, Vers 33. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. Jesus will, dass seine Jünger Frieden haben, dass Angst und Schrecken, der Terror dieser Welt sie nicht bedrängen können. Im Gegenteil, wir sollen im Frieden und in der Freude der göttlichen Gegenwart auftanken, immer wieder, bis wir für immer bei Jesus sind. Jesus sagt, dass wir zu jeder Zeit und unter allen Umständen in den Genuss dieses Friedens kommen können. Im Schatten der herrlichen Gegenwart Jesu und seines Vaters, der ja auch unser Vater ist. Auch während wir unseren alltäglichen Aufgaben und Pflichten nachkommen. Jesus sagt, ich bin bei dir und in dir. Ich, Jesus, gehe vor dir, um dir den Weg zu bereiten. Und ich gehe neben dir her. Es wird nie einen anderen Begleiter geben, der so uneingeschränkt für dich da ist wie ich. Deine Schritte sollen dadurch eine Leichtigkeit haben, die für andere sichtbar ist. Lass dich nicht von Problemen und ungelösten Fragen niederdrücken, denn ich trage deine Lasten. In der Welt erlebst du Angst, Traurigkeit und Anfechtungen. Aber lass dich davon nicht unterkriegen. Lass dich nicht ängstigen. Lass dich nicht entmutigen. Denn ich habe die Welt besiegt, ein für allemal. Und deshalb kannst du bei mir Frieden, Zuversicht, Freude und Angstfreiheit finden und Gelassenheit und totale Entspannung. Dazu ein weiterer Bibeltext, Johannes 15, die Verse 4 bis 7. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann, sie bleibe denn am Weinstock, so auch ihr nicht. Ihr bleibt denn in mir. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er hinausgeworfen wie die Rebe und verdorrt.
und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Jesus will uns auf jeden einzelnen Tag ganz persönlich vorbereiten. Jesus ist allwissend und weiß deshalb genau, was dieser neue Tag bringen wird. Wir hingegen haben nur vage Vorstellungen, machen deshalb unentwegt Pläne und verlieren beim Plänemachen Jesus aus den Augen. Deshalb lauert die Angst hinter jedem Busch, Ungewissheit und Angst, weil wir es selbst nach unseren Vorstellungen richten wollen. Wir würden am liebsten eine Straßenkarte haben, auf der alle Windungen und Anstiege eingezeichnet sind. Wir würden uns besser vorbereitet fühlen, wenn wir das vor uns liegende Gelände eines 24-Stunden-Tages genau kennen würden. Aber Jesus sagt uns, dass es eine viel bessere Möglichkeit gibt, auf alles vorbereitet zu sein, was vor uns liegt, indem wir uns Zeit nehmen für ihn, Jesus. Jesus verspricht uns, dass er uns alles geben wird, was wir brauchen. Jesu lebendige Gegenwart ist das alleinige Unterpfand dafür. Wenn wir also im Gespräch mit Jesus bleiben, seinen Namen immer wieder auf den Lippen tragen und ihn immer wieder flüstern, dann ordnet er unseren Tag. Und die Angst, der Schrecken hat so keine Chance. Jesus sagt uns, dass seine herrliche Gegenwart besser ist und uns besser schützt als die beste Straßenkarte. Wir können Jesus vertrauen, immer. Dazu ein weiterer Bibeltext, 2. Mose, Vers 33, Vers 14. Er antwortete: Mein Angesicht wird mitgehen und dich zur Ruhe bringen. Das Angesicht Gottes, ein anderer Ausdruck für die Gegenwart Gottes, ging mit Mose und geht mit uns überall hin. Deshalb ist Angst für den, der gelernt hat, in der herrlichen Gegenwart Gottes zu leben, keine wirkliche Alternative. Ein weiterer Bibeltext dazu, Epheser 2, Vers 6. Er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus. Jesus sagt zu uns, dass er über den Dingen steht. Im Klartext: Er steht über unseren Problemen, Ängsten, Schmerzen, aufgewühlten Momenten in deinem und meinem Leben. Wir können schon jetzt mit ihm in der Himmelswelt sein. Er, Jesus, steht außerhalb von Zeit und Raum und außerhalb dieser Welt, die sich laufend verändert. Er ist allwissend und allweise. Er hat noch nie einen Fehler gemacht und er wird nie einen Fehler machen. Jesus sagt uns also völlig zu Recht: Schau auf mich. Wenn du deinen Blick auf mich richtest, dann erhebst du dich über die Umstände, auch die Umstände gerade deines Lebens. Du kannst also schon jetzt in der neuen Welt Jesu, in der Himmelswelt, bei und mit Jesus ausruhen. Einzige Bedingung, dass du im Glauben diesen einen Schritt auf Jesus zugehst. Ja, der erste Schritt ist Jesus Christus, ihm dein Herz zu geben. Aber danach geht es darum, eine echte, liebende Beziehung zu ihm aufzubauen. Was heißt das? Eine Beziehung geht nur in der Gemeinschaft, in einem gegenseitigen
Austausch mit ihm, unserem Herrn, alles zu besprechen, wie im Leben. Wenn wir einen wirklichen Freund oder eine wirkliche Freundin haben, mit denen wir unsere wirklichen Herzensanliegen teilen können. Das ist der Weg des Friedens, wenn du im Licht von Jesu lebendiger Gegenwart lebst. In diesem Leben wirst du immer Probleme haben, aber es darf nicht so weit kommen, dass du deine ganze Aufmerksamkeit den Problemen zuwendest. Das kann zu einer Art Götzendienst werden. Wenn du das Gefühl hast, im Meer der Umstände zu versinken, dann rufe zu Jesus: Hilf mir, Jesus! Und glaube, dass er es tut. So wählst du den richtigen Weg. Dazu ein bekannter Bibeltext, Matthäus 14, Vers 28 bis 31. Petrus aber antwortete ihm und sprach: Herr, wenn du es bist, so befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Er aber sprach: Komm. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich. Und als er anfing zu sinken, schrie er und sprach: Herr, rette mich! Sogleich aber streckte Jesus die Hand aus, ergriff ihn und spricht zu ihm: Kleingläubiger, warum zweifeltest du? Lass dich nicht entmutigen. Nimm dieses Beispiel. Selbst wenn du diesen Satz jeden Tag 1000 Mal am Anfang sagen musst: Herr, rette mich, und mache es dir bitte bewusst, dass du das in deinem Alltag lernen und üben musst, dass dein himmlischer Vater durch Jesus Christus nicht nur in deinem Herzen wohnt, sondern dass er dich mit seiner manifesten Gegenwart umgibt. Du kannst es nur lernen, wenn du es dir immer wieder bewusst machst. Und dann kommt der Tag, wo du es verstoffwechselt hast, wo du es kapiert hast. Jesus verspricht dir, dass er dich genau kennt und dass er genau das Richtige tun wird, um dir beizustehen. Jede deiner Schwächen, deiner Problemzonen, deiner Hilflosigkeit. Denk doch daran, du stehst ganz am Anfang einer engen Beziehung zu Jesus. Es ist kein leichter Weg, aber es ist der einzige Weg in die Freude und in göttliche Gelassenheit hinein. Es ist eine Art Schatzsuche. Jesus ist der Schatz und die Herrlichkeit seiner Gegenwart glitzert und schimmert auf deinem Weg. Schwierigkeiten gehören dazu. Jesus verteilt sie auf den ganzen Tag, sodass du es locker schaffen kannst. Hab also keine Angst. Jesus will deine Stärke, deine Ruhe, deine Sicherheit sein. Vertrauen und Dankbarkeit werden dich sicher durch diesen Tag bringen. Vertrauen schützt dich davor, dass du dir Sorgen machst und ihnen zu viel Raum in deinem Denken gibst. Dankbarkeit hält dich vom Kritisieren und Klagen und Jammern ab, wodurch auch Gottes Kinder so leicht verführt werden. Auf Jesus schauen. Das ist eine freie Entscheidung, die man am Anfang 1000 Mal am Tag treffen muss. Aber so wird Vertrauen langsam, aber sicher zu einer wunderbaren Gewohnheit. Auch dazu einen Bibeltext, Psalm 141, Vers 8. Doch auf dich, Herr, mein Herr, sind meine Augen gerichtet, bei dir suche ich Zuflucht. Gib meine Seele nicht preis. Ich, Jesus, trage dich und liebe dich durch den Tag hindurch.
was auch immer kommen mag. Noch einmal, wenn es in deinem Leben Dinge oder Gedanken gibt, die dir Angst machen, dann komm zu mir und sprich mit mir, Jesus, darüber. Das sagt Jesus wieder und wieder zu dir. Wende dich in jeder Lage an mich und bringe deine Bitten vor mich. Tu es mit Dank für das, was ich dir geschenkt habe. Sag danke, Jesus, dass sich mir diese Gelegenheit bietet, dir noch ein Stückchen mehr zu vertrauen. Selbst wenn manche dieser Lektionen schwierig sind, so nur lernst du, mir immer mehr zu vertrauen. Du bist unendlich reich, wenn du in meinem Frieden lebst. So, liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer, ich danke Ihnen für diese wunderbare gemeinsame Zeit und den Inhalt, und ich segne Sie ganz herzlich im Namen des dreieinigen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.